Glück leben wir in einer Demokratie, sogar zunehmend in einer Mutikratie. Die Merkel ist tatsächlich total interessiert an der Meinung ihrer Bürger. Alle dürfen der Kanzlerin jetzt im Internet Änderungsvorschläge machen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Ja, endlich ändert sich was. Offen für alle Vorschläge. Ja. Sie können der Kanzlerin vorschlagen, was Sie wollen, und dann bleibt alles so, wie es ist. Also das ist ein Thema, was wir unbedingt aufnehmen müssen. Ich nehme das mit, es ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Mhm. Okay. Mhm. Er guckt mich immer so nett an. Eins nur. Aber ganz kurz. Das würden Sie sich wünschen. So, jetzt sind Sie aber endlich Sie dran. Alles gut bei euch? Ja, ich finde, die macht das super mit dem Interesse heucheln. Ne? Ich sage Ihnen, die sollte eine eigene Talkshow bei Sat.1 bekommen. Irgend sowas wie Mutti am Mittag. Ne? Thema heute, Hilfe, meine Probleme interessieren die Kanzlerin einen Scheiß. Aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen unioninterne Kritiker an diesem Samstag in Schwetzingen einen bundesweiten Verband gründen. Zur Versammlung in der badischen Stadt erwartet Organisator Alexander Mitsch etwa 70 Vertreter konservativer Initiativen. Zu den Kernforderungen des geplanten Verbandes namens Freiheitlich-Konservativer Aufbruch in der Union FKA zählt eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Es rumore an der Basis von CDU und CSU gewaltig, sagte Mitsch. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl gehe es darum, Zitat, enttäuschten Mitgliedern eine Heimat zu geben. Der Politologe Wolfgang Seibel bezeichnete die FKA als Gefahrenpotenzial. Zitat: Insgesamt ist die Gründung einer solchen Bewegung für die CDU eher schädlich. Vor allem nachdem die SPD mit ihrem Kandidaten Martin Schulz gerade zu neuer Geschlossenheit gefunden hat, sagte der Experte der Universität Konstanz der deutschen Presseagentur. Ablehnung kommt auch vom CDU-Koalitionspartner in Stuttgart, den Landesgrünen. Zitat: Die Nähe der neuen CDU-Bewegung zur AfD ist offensichtlich. Diese zwei Gesichter der CDU bereiten mir große Sorge, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer. Als wohl bekanntester Unterstützer des Aufbruchs gilt Hessens ehemaliger Kultus- und Justizminister Christian Wagner, der in Schwetzingen erwartet wird. Der Chef der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, sagte der Wirtschaftswoche, Zitat: Eine Volkspartei wie die CDU muss von der Mitte bis rechts möglichst viel abdecken. Die CDU lasse Lücken, die von der AfD genutzt würden. Der ehemalige CSU-Chef Edmund Stoiber hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise ein Ultimatum gestellt. Merkel habe maximal bis Ende März Zeit, um ihre Ankündigung, die Zahl der Flüchtlinge zu verringern, umzusetzen, sagte Stoiber in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Stoiber sagte, er habe auf der Klausurtagung in Kreuz gefragt, ob es einen Plan B gäbe. Merkel habe er zugerufen: Du machst Europa kaputt. Stoiber warf der Kanzlerin vor, mit ihrem Alleingang in der Flüchtlingsfrage schwere Verwerfungen in Europa herbeigeführt und Ängste vor einem deutschen Europa geschürt zu haben. Stoiber forderte eine komplette Schließung der Grenzen für Flüchtlinge nach Österreich. Dies sei der einzige Weg, um die anderen europäischen Länder dazu zu bringen, das Flüchtlingsproblem gemeinsam zu lösen. Die CSU werde alles tun, um die Schwesterpartei zu einer Kurskorrektur zu bewegen, notfalls auch gegen die Meinung von Frau Merkel, so Stoiber wortwörtlich. Das Ziel sei jedoch nicht, Merkel anzugreifen oder abzulösen, sondern eine Änderung ihrer Haltung. Wir haben also diese große Bitte und Forderung, dass wir weiterreden über diese Obergrenzen, neben all den anderen Fragen der Humanität und der Integration, und dass wir bei den Überlegungen immer die nationalen mit den internationalen, mit den nationalen Interessen, mit der internationalen Verantwortung verbinden. Dafür ist Politik da, dass wir darüber reden. Es ist und bleibt ein historischer Fehler, die Grenzen unbegrenzt und unkontrolliert zu öffnen. Ich finde ehrlicherweise auch, dass in dieser Zeit "Wir schaffen das" nicht das richtige Motto ist. Wir wissen, wer in unser Land kommt. Wir sollten niemanden aufnehmen mit völlig ungeklärter Identität und Nationalität. Wenn es dabei bleibt, werden wir immer mehr Probleme bekommen, dann haben wir auch ein Sicherheitsproblem.
Gut jeder dritte Deutsche fühlt sich nach den Anschlägen in Bayern schon jetzt unsicherer als vorher. Für mehr als jeden zweiten ist die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gescheitert. Der Graben zu den Kritikern dürfte also tief bleiben. Merkels kühl-analytischer Auftritt überzeugt wohl eher ihre Anhänger. Kritiker werden mit dem Auftritt deshalb nicht zufrieden sein, weil Frau Merkel nicht deutlich gemacht hat, welche Veränderungen eigentlich für die deutsche Gesellschaft anstehen. Dann pass mal auf, du. Hey, graue Maus in dem Hosenanzug. Zuerst ja und dann nein. Davon haben wir genug. Seit 8 Jahren sitzt du hier. Klarer Kurs, nicht dein Bier. Diese Leier geht uns auf die Eier. Mal ja und mal nein, mal Wasser, mal Wein, mal Huhn und mal Schwein, mal dreckig, mal fein, mal hoch und mal tief, mal gerade, mal schief, mal gegen Atom, mal für Mindestlohn. Du machst gerne mal den Wendehals. Ist alles aus wie der Typ aus der Pfalz. Mal gelb und mal rot, mal dick und mal doof. Auch wenn es mal knallt, du bist so eiskalt. So Angels, zeig's mal, was du kannst, ne? Gute Politik, Land auf, Land ab, Tag ein, Tag aus und los. Land ein, Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh. Tags ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab.